Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr seht, ich sitze gerade an meinem Schreibtisch und ich habe hier so einen Streifen im Bild, mal wieder. Auf jeden Fall bin ich gerade von der Schule gekommen und ich habe ein Paket gekriegt. Dieses weiße, schöne Paketchen hier. Das habe ich schon gestern gekriegt, weil ich war ja in Trier und das wurde uns während der Zeit zugeschickt. Und dieses Paket hat etwas mit diesem Kleiderschrank hier zu tun, den ihr im Hintergrund seht. Und den werden wir jetzt mal aussortieren, also welche Kleider ich haben will und welche Kleider ich eigentlich nicht mehr anziehe und so. Die werden aussortiert und die anderen bleiben natürlich im Schrank drin. Ja, so, der Schrank ist jetzt ausgeräumt. Ich weiß nicht, ob die Zeitraffer-Aufnahme aufgenommen hat. Auf jeden Fall wird dieser Schrank jetzt erstmal abgebaut und dann wird er wieder aufgebaut, denn wir schmeißen den nicht weg oder so. Sondern der kommt nur nicht mehr in mein Zimmer, sondern das Paket, was ich euch vorher gezeigt habe, kommt dahin. Der Schrank steht jetzt hier, ist abgebaut. Und zwar kommen wir zu diesem Paket jetzt. Ich habe ja auch schon ganz professionell hier so eine Schere geholt. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, das hat irgendwas mit dem Schrank zu tun, ist aber, wie man hier sehen kann, kein Schrank, denn dafür wäre das Paket viel zu klein, wenn ihr mal den großen Schrank da anschaut. Aber ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf und ihr seht ja dann, was drin ist. Einmal. So, ausgepackt. Und wahrscheinlich der eine oder andere, der auch weiß, was das nachher wird und das kennt, weiß auch schon, was das wird, nämlich so ein eine Garderobe, ihr wisst. Leute, das wird übrigens mein neues Bett. Ich kann mich sogar draufsetzen, also ist stabil. Die Klamotten hängen jetzt hier. Ein paar, die in der Wäsche sind und so, fehlen noch. Aber sonst gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Ich sortiere jetzt noch die Sachen, die ich nicht mehr haben will, in Sachen, die gespendet werden, Sachen, die wir noch aufheben und so weiter und so fort. Und später baue ich auch noch diesen Schrank da wieder auf. Ich gebe euch jetzt mal eine kleine Roomtour mehr oder weniger. Also, hier drüben kennt ihr ja meine Stereoanlage. Hier ist mein Laptop immer noch, da sind ein paar Kabel. Dann hier ist mein neuer Kleiderschrank oder Garderobe oder wie auch immer. Dann hier liegt gerade noch der Karton, der wird noch besser werden. Hier unten stelle ich später noch meine Schuhe hin. Da steht auch noch mein Pennyboard. Hier sind meine Anziehsachen. Hier ist mein Bett. Hier ist ein Stuff, den ich nicht mehr anziehe. Hier ist gerade mein Stativ, mehr oder weniger. Leute, bestes Stativ. Und die Softbox. So, nach der Aufbauaktion gehe ich jetzt noch mit meiner Mutter ein Eis essen. Ich mache mir jetzt erstmal noch was zu essen und dann gehe ich vielleicht noch mit meinem Bruder so raus. Also bei uns gibt es jetzt Abendessen.